Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Loop zockt RTL Skispringen 2007. Ja, beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Probleme mit mir selbst und mit meiner Maus oder wie auch immer. Auftakt der Saison eigentlich gut, aber sehr fehlerbehaftet. Und das war natürlich leider auch dann das Problem. Aber wir haben immerhin mal einen Spring gewonnen und gesehen, leistungstechnisch sind wir in dieser Saison ganz oben auf. Das hier ist jetzt die Qualifikation in Engelberg. Sehr solider Sprung, sollte auch so für die Top 5 hoffentlich reichen. Ist sogar Platz 1, umso besser. Dann haben wir jetzt eine Orientierung, wo muss es hingehen. Ja, ich möchte wieder einen Spring gewinnen, uns gut auf die Tournee vorbereiten und in der Tournee natürlich konstant gute Leistung bringen. Wir müssen da nicht alle Springen gewinnen. Man hat es gesehen dieses Jahr. Ryoyo Kobayashi in echt. Nice. Wird knapp um die Führung. Viermal Zweiter geworden. Ich meine, der hat in seiner Karriere eh schon mal alle Springen gewonnen und auch den Goldenen Adler, also den Grand Slam quasi da geschafft. Aber in diesem Jahr auch konstant gut. Immer Zweiter ist natürlich auch irgendwie ein bisschen bitter. Aber am Ende gewonnen und das ist ja das, was zählt. Die Gesamtwertung. Ja, Platz 4 nach dem ersten Durchgang. Gute Ausgangsposition von den Punkten her. Ist da, denke ich mal, noch alles drin. Wir brauchen jetzt so einen Sprung, der uns über 100 Punkte beschert und dann können wir noch die ersten drei Ränge angreifen, denke ich mal. Ah, scheiße. Leider etwas zu spät abgesprungen. Und somit wird das wohl nichts, denn unsere Noten werden wahrscheinlich deswegen auch wieder relativ schlecht ausfallen. Ja, es ist ein Trauerspiel. Die restliche Flugphase, so, ich kann schon nicht mehr richtig reden. Gute Haltung, aber wenn man zu spät abspringt, kriegt man schlechte Haltungsnoten und das hat hier uns ein bisschen das Genick gebrochen. Ja, sonst wäre wahrscheinlich Platz 3 in die Richtung was drin gewesen. So sieht es derzeit im Weltcup aus. Ja, ein bisschen besser sein müssen. Muss ich ehrlich sagen, wir laufen schon wieder etwas hinterher. Letzte Springen vor der Vierschanzentournee. Roglic richtet nochmal seine Brille. Eine Maske. Wir gehen rein in den ersten Durchgang. Mit leichtem Rückenwind. Ja, wichtig ist nicht zu spät abspringen, Luke. Viel mehr war nicht drin, aber fühlt sich nicht nach dem Siegsprung an. Nee, nee, definitiv nicht. Achter Platz nur. Oh. Weiß gerade nicht so recht, woran es lag. Aber mein Gefühl hat mich da nicht getrübt. Die Punkte der Konkurrenz sind jetzt auch nicht so heftig. Ja, gut, ich meine, man hat keinen Aufwind. Allgemein ist es relativ wenig Wind. Muss ja aber nicht unbedingt schlecht sein. So, jetzt mit einer Luke mehr Anlauf im letzten Durchgang. Yes, schönes Ding. Der war besser. Gute Noten, 19er. Und durchgehen 18,5. Komm. Aber damit geht es noch ein bisschen nach vorne. 112,5 Meter, 102 Punkte. Das wird uns noch nach vorne bringen. Konstantin Schmid kommt nicht an uns ran. Imhoff auch nicht. Wie weit geht es nach vorne? Platz 5. Philipp Raimund gewinnt vor Markus Eisenbichler und Janne Ahon. Das ist auch ein Bild für die Götter, wie man so schön sagt. Philipp Raimund gefühlt, wahrscheinlich, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber noch nicht mal geboren, als Janne Ahon sein erstes Springen gewonnen hat. Bestimmt. So ungefähr. Ja, und wir auf der 5 immerhin dabei, aber so richtig, um da vorne reinzuschießen. Reicht's nicht.
Könnte aber vielleicht in dieser Saison auch ein bisschen ausgeglichener sein, ne? Ich meine, wir haben jetzt erst, naja, immerhin schon 8 Weltcup-Springen gehabt und schaut euch mal die Abstände an. Also da enteilt keiner so richtig. Alles noch relativ eng beieinander. Es könnte natürlich auch eine spannende Vierschanzentournee jetzt nach sich ziehen. Wir machen den Auftakt in Oberstdorf mit leichtem Regen und ekligem Seitenwind von rechts böig. Bislang sind wir noch ein bisschen verschont geblieben mit. Oh Gott, ey. Das war verdammt schwer da zu landen. Habe ich leider nicht mehr hingekriegt. Ja, bislang waren wir verschont geblieben von dem Seitenwind. Schlechte Quali. 31. Ja, es gibt einige, die so schlecht abgeschnitten haben. Aber was bedeutet das für unser Duell? Wir springen gegen Tom Hilde. Müssen erstmal vorlegen. Wardal, Schuster, Kobayashi über 70 Punkte. Ja, das bräuchten wir schon so mindestens, wenn wir vorne mitmischen wollen. Ich muss nach dem Schanzentisch nach rechts ein bisschen korrigieren. Aber nicht zu sehr. Landung einläuten. Ja, gerade bleiben. Nicht umfallen, Junge. Nicht umfallen. Schönes Ding. 84. Nice. Das ist ein guter Sprung. Top 3, sag ich mal. Nur 97,5 Meter. Top 5. Okay. Alter Schwede, was ist denn mit euch los? Markus Eisenbichler. Können die denn so weit springen? Shit, Mann. Aber egal. Wir müssen erstmal bei uns bleiben. Ich glaube, bei diesen Bedingungen, da bin ich nicht unbedingt so der, oder ist logisch nicht so der Mann dafür, da auf Sieg zu springen. Von daher ist erstmal wichtig, boah, ja, solide zu springen, nicht zu viel Boden zu verlieren. Ich denke, das kann man mal so zusammenfassen. Ey, viel mehr kann ich da nicht machen. Nicht mal auf 100 Meter kommt man mit den Verhältnissen. Oder wir zumindest nicht. Scheiße. Das reicht gerade so immerhin für die Führung. Bleibt bei Platz 5. Abstand nach vorne. Alter, die ersten beiden haben wir mal richtig reingezimmert. Fast 36 Punkte? Junge. Das ist schlecht. Also für uns ist das schlecht. Aber was soll man machen? Wir bleiben dran, wir trainieren fleißig weiter. Daran liegt es nicht. Garmisch als nächstes. Ich hoffe, wir haben nicht ganz so einen beschissenen Seitenwind. Ich glaube, damit komme ich einfach nicht so gut klar wie die KI. Ja, ist wieder leicht von links, aber ich glaube nicht ganz so schlimm. Ein bisschen heller, schönere Wetterverhältnisse. Kommen erstmal schon im Training hier richtig gerade raus. Ja, das war ein schöner, solider Sprung. Weites Springen in Garmisch-Partenkirchen. Die Quali versuche ich diesmal natürlich besser zu gestalten. Ich meine, das Duell eben war jetzt nicht das Problem. So fürs Selbstvertrauen. Na, okay, das war nicht gut. Da war ich. So ab der Hälfte des Fluges nicht gerade genug, um die Landung vernünftig zu setzen, muss ich im Nachhinein gestehen. Deswegen auch kein Wunder, dass der Telemark nicht so gut ist. Einfach nicht gerade genug. Dennoch zweiter Platz, Alter. Wäre deutlich mehr noch drin gewesen. Aber jetzt mit einer Luke mehr Anlauf, man sieht's, Junjiro Kobayashi ist schon einen ordentlichen rausgehauen. Eisenbichler kommt noch nach uns. Ja, die Weite von Nico Kütosau, die brauchen wir uns eigentlich nicht kümmern. Die sollte nur Formsache sein. Ja, ah, fuck. Bisschen zu viel rausholen wollen. Die Noten sind noch okay. Telemark ein bisschen verwackelt, aber gute Weite. Das war ein schöner Sprung. Ich fürchte, für Eisenbichler wird es vielleicht nicht reichen. Ja. Markus Eisenbichler. Heilige Scheiße. Der ist echt stark in Form. Absoluter Kontrast zur Realität, aber auch mal ganz witzig. So, wir wollen hier mindestens
heute auf Platz 2 rausgehen. Ja, Wind, komm, schlaf bitte wieder ein bisschen ein. Der ist ganz schön am Drehen. Aber zum Glück nicht so stark. Na, nicht so der beste Absprung. Kein Telemark, warum? Ah, fuck, 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 fuck. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Vielleicht habt ihr mitgerechnet. Weite ist okay, aber die Landung halt völlig verhunzt. Das kostet uns einiges. Na, scheiße. Nur Platz 4. Nur Platz 4 und zu viel verloren auf Eisenbichler und Kobayashi. Das heißt, Markus Eisenbichler, der ist jetzt zur richtigen Zeit in Form gekommen, ne? Junge, marschiert der hier schon weg, ey. Der muss nochmal einen Totalausfall haben. Alles andere ist ja noch machbar. Ich habe jetzt mal die Quali ausgelassen. Ich wollte das Duell mit Markus Eisenbichler, hab's aber nicht bekommen. Roman Kudelka war hier der Beste in der Quali. Eisenbichler sieht man gerade da links nicht. Aber egal. Konzentrieren wir uns auf uns. Innsbruck. Wir haben fast keinen Wind. Yes. Nice, Mann. Guter Sprung. 101,5 Meter. Yes, das ist die Führung. Never mind. Ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt. Es ist nicht die Führung. Ich dachte, ey, für den ersten Durchgang 100 Punkte. Klingt doch eigentlich ganz gut. Ist leider nur Platz 5. Also vergesst das. Schauen wir uns mal an hier. Roman Kudelka. Kann der uns im Duell schlagen? Wir sehen jetzt hier nicht, wo ist die Linie. Roman Kudelka hat uns tatsächlich geschlagen. Der ist hier Zweiter mit 106,4 Punkten. Falls ihr euch fragt, wo ist denn Roglic? Ja, wir waren Erster in der Lucky Loser Wertung. Also kein Ding. Alter Markus Eisenbichler ist auch als Lucky Loser durchgekommen. Scheinbar. Aber naja, nur 10 Punkte Differenz auf uns ist jetzt auch gar nicht so die Welt. Da springt der Mann im gelben Trikot hier als erstes. Mal gucken. Jo, der hat natürlich ganz gut einen vorgelegt. Wir hatten ja ziemlich genau 100 Punkte, ne? Come on, ey. Nächstens auch nochmal ein Tourneespringen gewinnen wäre doch ganz nice. Jawohl, schönes Ding. Also besser kann ich nicht springen. Das war das Maximum. Geil, 3x20-0. Bam! Diesen Sprung haben wir gebraucht. Und jetzt mal gucken, wie weit wir noch aufholen können. Der war stark, Mann. Dritter Platz am Ende. Ist okay. Also nach dem Rückstand muss man einfach mit leben. Alter, schaut euch mal an. Eisenbichler, ein schlechter Durchgang gehabt. Im zweiten Durchgang hat er das einigermaßen repariert. Wir haben 15 Punkte auf den aufgeholt. Der ist aber zu wenig, ne? Selbst im zweiten Durchgang war Kudelka einen Tacken besser als wir. Das ist der Weltcup. Aber wichtiger ist die Vierschanzentournee. Eisenbichler immer noch deutlich in Front. Das wird sich nicht geändert haben. Wie sieht's aus? Wir sind auf der 3. Ich weiß, wir wollen natürlich die Tournee gewinnen, aber nach dem aktuellen Verlauf muss man so ehrlich sein, die anderen beiden besser. Gerade, ja, das erste Springen, ne? Das erste Springen, wenn man sich die Punkte mal anguckt, hat ordentlich gekostet. Kudelka hatte auch beim Springen in Garmisch einen kleinen Off-Day. Eisenmichler hier einen kleinen Off-Day, aber trotzdem noch der Beste, wenn man so will. Aaron sitzt uns im Nacken. Er war eigentlich konstant recht gut. Ich sag mal so, zwischen Platz 2 und 4 wird es wahrscheinlich am Ende für Roglic hinauslaufen. Allerletzte Springen der Vierschanzentournee. Station 4 in Bischofshofen. Diesmal lasse ich die Quali nicht aus. Meine hat eben keinen großen Unterschied gemacht, sind wir mal ehrlich.
Alter Schwede. Waren wir da jetzt so deutlich besser als die Konkurrenz, aber die Besten kommen ja noch hinter uns. Außerdem Quali bringt die KI vielleicht auch nicht immer so gut, wie sie könnte. Das bringt mir auch nichts, selbst wenn wir da gleich einen ordentlichen Vorsprung hätten. Nein. Ja, immerhin auf ein paar, aber Kobayashi und Kudelka nahezu gleich auf. Eisenbichler 11 Punkte Differenz. Gucken wir mal, was bedeutet das für die Duelle? Wir springen gegen Pius Paschke, der war ja am Anfang der Saison auch gar nicht so schlecht. Punktzahl, Roman Kudelka führt gerade mit 108,3. Und Junjiro Kobayashi war besser als wir, ne? Okay, der kommt nach uns noch. Aber Eisenbichler da auch wieder nicht zu sehen. Okay, mal gucken. Yes! Geiles Ding. Einer der besten Sprünge ever. Gibt mir richtig gute Noten. Ja, fast wieder das perfekte Bild. Also, mehr können wir da nicht machen. Komm, das muss doch wenigstens nochmal für einen Sieg reichen. Und dann vielleicht schwächeln die anderen ein bisschen. Alter, wie können wir damit nicht in Führung gehen? Das ist doch echt bitter. Es ist eng beieinander. Kobayashi, Kudelka, wir sind punktgleich mit Mackenzie Boyd-Klaus, Alter. Wo ist Markus Eisenbichler? Where the fuck ist Markus Eisenbichler? Da, wieder Lucky Loser. 86,5. Nee, gar nicht. Letzter, der sich so qualifiziert hat. Sorry, Lucky Loser ist ab 26, die letzten 5 Jahre. Eisenbichler taucht da links nicht auf, aber wir haben einen riesen Abstand auf den. Also daran denken wir jetzt erstmal nicht. Ich muss wieder so einen Sprung raushauen. Und selbst dann müssen wir irgendwie hoffen und beten, dass es für irgendwas taugt. Jawohl, Alter, der war jetzt perfekt. Gib mir 20-0 dreimal, bitte. Wieder. Neue Z5. Schade, Mann. Aber so symmetrisch, kein Wind, oh, butterweich. 120 Meter. Weitenpunkte 60. Das ist die Führung. Reicht das zum Sieg? Bitte. Kudelka knackt uns nicht. Und Kobayashi schafft es. Ah, verdammt. Schade, Mann. Zweiter Platz. So, wo ist jetzt Mann Kudelka? Der war, glaube ich, vor uns, ne? Aber 9 Punkte. Scheiße, den werden wir nicht überholen. Was ist mit Markus Eisenbichler? Oh. Oh, Markus Eisenbichler. Vielleicht verliert er jetzt nicht an uns, aber an Kudelka oder Kobayashi tatsächlich noch die Tournee? Erst kommt der Weltcup. Auf den blicken wir auch mal. Inzwischen, wir sind recht stabil dabei. Da dürfen wir uns echt nichts erlauben. Aber es ist noch offen, Alter. 53 Punkte Abstand. Die ersten vier, das ist mal wirklich ein spannendes Duell, muss ich sagen. Da will ich noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir sind, ja, fehlerbehaftet gestartet, haben bislang nur ein Springen gewonnen, glaube ich. Kudelka 3. Kobayashi 1. Kudelka 4, Kobayashi 2 und dann kam Eisenbichler auch zweimal. Also relativ ausgeglichen. Wie sieht's bei der Tournee aus? Ich glaube, wir sind Dritter, oder? Zweiter sogar. Oh, Eisenbichler ist auf 3 zurückgefallen. Junge, den habe ich auch sogar überholt. Heilige Scheiße. Ja, am Ende. Schade, Mann. Doch noch relativ knapp. Ich muss sagen, Roman Kudelka einfach zu stark. Chapeau, Hut ab. Wenn wir am ersten Tag nicht ganz so einen krassen Rückstand haben, da waren die anderen beiden echt richtig stark, dann hätten wir hier gewinnen können. Aber wenn man mal alle Platzierungen von Roglic zusammennimmt, ja, kann man auch nicht davon ausgehen, dass man damit die Tournee gewinnt. Ganz ehrlich, ne?
Es war schon ein bisschen glücklich, dass Eisenbichler da so abgekackt ist, aber das hätte ich nicht erwartet. Der wird hier sogar nur Dritter. Zweiter Platz bei der Tournee. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Anders kann ich es nicht sagen. Sieg wäre natürlich schön gewesen, ist keine Frage, aber nach dem Verlauf kann ich mir da auch keinen großen Vorwurf machen. Also Tourneesieg geht an Kudelka vor Primoz Roglic und Markus Eisenbichler, der bleibt weiter im gelben Trikot. Das ist unsere Trophäe hier. Den goldenen Adler habe ich ja schon gewonnen. Leider bleibt es bislang auch. Hier ist es jetzt kein Adler, aber in echt ist es ein Adler. Hier nur bei der Silbervariante. Den Weltcup-Stand haben wir uns gerade angeschaut. Blicken wir doch mal auf den Kalender. Als nächstes gibt es dann das Skifliegen in Vikersund. Skifliegen liegt uns ja eigentlich traditionell immer ziemlich gut. Und ja, so knapp über ein Drittel der Weltcup-Springen ist absolviert. Wir sind noch voll dabei. Es ist absolut kein Selbstläufer. Kann auch sein, dass es nachher nicht klappt. Aber ich finde die Saison bislang, abgesehen von meinen anfänglichen Fehlern, das war echt nicht so schön. Da habe ich ein bisschen was liegen lassen. Aber ziemlich spannend, weil es auch nicht einen gibt, der nur so davoneilt. Ist aktuell ein recht interessanter Vierkampf. Würde ich sagen, von Kobayashi, Eisenbichler, Kudelka und Primoz Roglic. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Luke zockt RTL Skispringen 2007. Bis dahin macht's gut. Ciao.